Noch gibt es Hoffnung für die Türkei. Wenn wir die letzten Jahre Revue passieren lassen, dann scheint die Diktatur unvermeidlich, auch auf der Grundlage der neuen Verfassung. Aber die Hoffnung besteht darin, dass ja noch immer die Wahlen in Aussicht stehen von 2019. Es wird also nochmal gewählt und es könnte durchaus sein, dass sich eine Mehrheit ergibt, die Herrn Erdogan nicht mehr folgen wird. Das wird das Ende seiner politischen Laufbahn sein. Im Augenblick sehen wir, wie sich das politische System, auch das Parteiensystem neu organisiert, wie sich die Zivilgesellschaft neu organisiert. Und dahin setzen viele ihre Hoffnung, dass das tatsächlich in diese Richtung geht, wenn Herr Erdogan nicht den nächsten drastischen Schritt vollzieht, nämlich auch die Opposition völlig ausschaltet. Das wäre dann in der Tat das Ende jeder Hoffnung auf Demokratisierung. Ja, ganz gewiss. Ich denke einmal nur Dialog mit wem? Also der Dialog mit der Europäischen Union oder zwischen der Europäischen Union und der türkischen Regierung bringt nichts mehr. Das kann auch nicht sein. Die Europäische Union hat sich immer als Wertegemeinschaft verstanden und in der Türkei herrscht eine Situation, in der man nicht mehr mit ihr reden kann, auf der Basis der Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der Türkei. Aber auf der anderen Seite, nur etwa 50% der Menschen in der Türkei folgen Herrn Erdogan. Also der Dialog mit dieser politischen Opposition, mit der Zivilgesellschaft ist wichtiger als je zuvor. Das hat auch eine ökonomische Komponente. Ich bin gegen jede Form von Sanktionen gegenüber der Türkei. Die Türkei muss politisch liberalisiert werden, sie muss aber auch ökonomisch weiter blühen, denn nur dann wird die Zivilgesellschaft bereit sein, diesen Dialog mit der Europäischen Union zu führen und sich nicht länger den Sprüchen von Herrn Erdogan anzuschließen.